Wir in Aalen bewegen uns nicht im Klang des Schweigens. Und das finde ich großartig, dass wir uns hier so zahlreich begegnen und getroffen haben. Ich möchte sagen, dass wir hier in Aalen eine außergewöhnliche Flüchtlingspolitik betreiben. Ich möchte sagen, dass wir hier in Aalen uns in einer Völkerverständigung bewegen, die einfach großartig ist und unglaublich viele sich ehrenamtlich mit unseren Flüchtlingen auseinandersetzen. Und diesen Leuten möchte ich hier an dieser Stelle auch mal ein ganz großes Dankeschön ausrichten. Ich selbst bin froh, dass ich in dieser Stadt, in meiner Stadt Aalen, leben kann, leben darf, Dinge machen darf. Unter anderem zurzeit mit Schülern, ein halbes Jahr lang Schüler, die geflüchtet sind. Und ich kann Ihnen sagen, das sind ganz, ganz wunderbare Persönlichkeiten. Keiner versteht zurzeit den anderen. Wir müssen da mit Englisch und alles Mögliche hin und her ankommen. Aber wir finden einen Weg. Und unser neues Projekt oder jetziges Projekt heißt Unser Weg nach Deutschland. Des Weiteren würde ich jetzt ganz gerne ein Zitat von Francis Picabia Ihnen vortragen, der gesagt hat: Unser Kopf ist rund, damit wir die Richtung wechseln können. Es wird Zeit, dass einige diese Richtung wechseln und wieder zur Vernunft kommen. Und eingangs habe ich gesagt, dass wir nicht im Klang des Schweigens uns bewegen. Und nicht im Klang des Schweigens sich zu bewegen, müsste sich so ein bisschen erweitern weltweit. Und zum Abschluss möchte ich allgemein sagen, und ich hoffe, dass diese Botschaft rausgeht und weitergetragen wird: Der Friede ist keine Kleinigkeit, bedarf er vieler Hände. Ich bedanke mich. Schönen Abend noch.